So, jetzt kommt noch der Eurostoxx, weil ich bin nämlich am Morgen dann auch ein paar Tage weg und muss die anderen Werte dann am 29., 30., 31. machen und am 1. Der Eurostoxx ist, das ist der Monatschart seit 1989. Da war eine fette Bewegung. Die ist auch nicht so schlecht. Auch noch akzeptabel. Aber all das hier, das ist nichts anderes als eine breite Seitwärtsrange. Ich habe mir eine Liste angelegt, schon seit Jahren. Und das ist diese hier. Da sind also auch ein paar MDAX-Werte drin. Da ist zum Beispiel eine Commerzbank drin. Aber hauptsächlich sind das die Werte DAX und Eurostoxx. Und ich kann natürlich im DAX sehen, wenn da mal die Deutsche Bank steigt. Schön. Aber wenn ich diese Liste gemischt habe, dann sehe ich auch, die BNP steigt, die UniCredit steigt, die Commerzbank steigt. Und dann sehe ich, dass da ein Bereich, ein Sektor gekauft wird. Und dann ist das nicht nur eine nationale Geschichte, wir kaufen mal ein bisschen Deutsche Bank, sondern es ist eine internationale, ja, wie soll ich sagen, paneuropäische Geschichte, wo der Banken- oder Versicherungssektor mal gekauft wird. Sagen wir mal der Finanzsektor. Dafür finde ich diese Liste eigentlich recht gut. Das kann man in verschiedene Bereiche aufteilen. Dann aber nochmal für den Eurostoxx. Also ich finde den, ne? Ich finde den super langweilig. Den Eurostoxx an sich finde ich super langweilig. Aber gehen wir es durch. Ja, ich will euch ja hier nicht irgendwie von irgendwas Langweiligem abhalten, aber dagegen sieht für mich ein Chart der Telekom aus wie ja, Vorhofextrasystolen. Also wir haben hier einen ganz fetten Widerstand, der ist hier im Bereich 4.500, 4.600. Den haben wir schon seit 2000 und was ist denn das? 8? 2007. Den haben wir mal gesehen, 2021, dann verließen sie ihn. Aber auffallend ist, das muss ich schon sagen, wir haben in 2 Monaten hintereinander, das war hier der September und der Oktober, auf der 200-Monatslinie gehalten. Das finde ich schon mal gut. Grundsätzlich scheint die hier eine gewisse Unterstützungsfunktion zu haben. Das mag mal ein bisschen drunter gehen. Hier, das ist das, was ist denn das? Das ist das Corona-Tief, dann natürlich mehr. Aber die 200-Monatslinie scheint dann eine gewisse Bedeutung zu haben. Wir sind vom Trendfolger her durchaus positiv. Wir sind auch positiv über die Stochastik. Also da habe ich wirklich nur 2 Punkte. Das eine ist hier 3.250. Und das oben ist 4.423 breit, aber echt. Gucken wir mal auf den Wochenchart. Der Wochenchart. So. Hier, das ist fast ähnlich wie die anderen Werte. Kommt hier weiter runter. Sagt mir also, wir müssten nochmal die 200, jetzt ist es die 200-Wochenlinie bei 3.636, können wir durchaus nochmal sehen. Recht frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Jetzt will ich da mal eins ausprobieren. Was ist denn, wenn ich von hier nach da die Fibos ziehe? Ja, das kommt ziemlich genau hin. Die 200-Wochen-Linie ist quasi identisch mit dem 50er Retracement von dieser Bewegung hier. 3.636. Das ist fast punktgenau. Und wäre das jetzt ein 10-Minuten-Chart, halben Stunden-Chart, Stunden-Chart, würde ich jetzt hier sagen, okay, das Ding geht nochmal runter mit Ziel. Von dieser 200er Linie, in diesem Fall 200-Wochen-Linie. Aktuelle Kurs bei 3.825, das ist nicht viel. Das sind 200 Punkte. Das ist echt nicht viel. Kann aber machen. Im Moment habe ich hier auf Wochensicht nichts Positives. Aber jetzt schauen wir uns nochmal den Tag an. Der müsste besser sein. Ja, genau. Hier ist die 200-Tage-Linie. Ist mal so ganz grob. Naja, was sind das? 30 Punkte oberhalb von diesem 50er Retracement. Ich habe also hier eine Zone, die geht zwischen 3.636 und 3.674. Das ist so eine, ja, nennen wir es mal Soft Landing Area. Wir sind leicht positiv, aber wirklich nur ganz leicht positiv über den Trendfolger und haben ein relativ okay Signal über die Stochastik. Von daher glaube ich, also Monat und so, das ist in Ordnung. Woche ist nicht so toll. Ich glaube, dass wir auf Sicht von, sagen wir mal, 3 bis 4 Wochen nochmal hier runtergehen können in diese oder auf diese Soft Landing Area. Und dann sollten wir nochmal die Bewegung machen, hoch bis zu 4.500, irgendwo hier oben hin.
Mehr habe ich hier gar nicht zu sagen. Ich habe da noch nie Derivate daraus gehandelt. Ich handle, wie gesagt, verschiedene Werte aus dem Eurostoxx. Per Norica handle ich ganz gern. Früher war es mal Danone, aber Danone, das ist ja, das ist ein völlig eingeschlafenes Ding. Was ich gerne handle, das ist LVMH. Das macht richtig Spaß, genauso wie Kering, weil die machen dann, wenn, dann machen die auch gleich mal Bewegung von 100, 200, ja, Euro. Aber das ist klasse. Aber der Rest jetzt hier, also nochmal, das vermute ich eigentlich eher. Ich liege falsch, wenn wir innerhalb kürzester Zeit die 4035 überbieten sollten, weil das nicht nur dieser kleine Chartpunkt hier ist, sondern auch das obere Band. Allein, ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass wir nochmal hier auf Sicht von 3, 4 Wochen nochmal im Januar hier runtergehen und dann mal weiter gucken. So, jetzt wurde sich der Nikkei gewünscht. Da habe ich also auch schon seit Jahren nicht mehr drauf geschaut. Das gucke ich mir jetzt auch mal an. Anhalten. Ich weiß schon, warum ich den nicht handle. Also, das ist der Monatschart hier. Wir sind jetzt hier, das ist 2018. Ja. Da sind wir, ich weiß nicht, endlos top. Einmal durch, ein bisschen drüber, wieder aufgesetzt. Und das ist eine ganz enge Range von 25.900 zu 29.342. Uff, was soll ich denn damit anfangen? Also, das finde ich ziemlich lahm. Wir sind von der Technik her. Moment. Also ich halte die hier für neutral. Ich kann das nicht beurteilen, was die Aktienkurse in Japan machen. Das ist in China einfacher. China ist eine andere Aktienkultur. Die zocken gern mal. Japan, die zocken nicht so sehr. Die sind schon eher sicherheitsverliebt. Aber die Chinesen, die zocken, oder auch Vietnamesen, die zocken wie die Weltmeister. Ja? Indien genauso. Aber ich kann Japan nicht so einschätzen. Das ist mir, weiß ich nicht. Also von der Monats Geschichte her ist das hier wirklich schlicht neutral. Hier sind wir Stochastik 57. Da kann man ja gar nichts mit anfangen. Gucken wir mal, ob die Woche da mehr bringt. Also ich sehe das jetzt das erste Mal. Ihr seid jetzt quasi live dabei. Tja, hier ist die Range. Ja, ein bisschen oben drüber, da sind wir bei 30.800. Hier 24.642. Klar, es sind 6.000 Punkte, das ist viel. Aber der handelt einfach nur dazwischen. Das sind keine Ausbrüche nach oben, noch keine Ausbrüche nach unten. Wir sind völlig neutral, sogar eher leicht negativ über den Trendfolger. Wir haben ein Verkaufssignal bekommen. Wann kam denn das in der Wochentechnik? Das war hier. Also vom Chart her, nicht nur von der Technik her, haben wir ein Verkaufssignal bekommen. Und hier kommt schon die 200-Wochen-Linie angekrochen. 25.300. Ist noch weit weg, das sind 900. Na, das sind 1000 Punkte. Habe ich hier keine Lösung anzubieten? Kein View, kein gar nichts. Was macht denn der Tag? Der müsste es doch eigentlich ziemlich zerrobt haben. Ja, genau. Hier ist es. Da ist es. Und das ist wegen der Bank of Japan, wegen der Geschichte. Aber der Chart ist ein bisschen interessanter. Wir haben hier einen Doppelboden. Einmal, zweimal. Hier, der geht sogar nach hier hinten runter. Dreimal, viermal. Den würde ich nicht mehr dazu ziehen. Und da sind wir dran. Die Bänder sind fett aufgegangen, aber das der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band, das obere, geht schon in die Horizontale. In Verbindung mit einer sehr tiefen Stochastik und einer sich stabilisierenden Trendfolger in Form vom MACD möchte ich behaupten, das kommt nicht mehr nennenswert runter. Hier so eine, sagen wir mal, die 26.000. Aber mehr sollte es nicht sein. In dem Moment, in dem das kippt, nach unten würde ich dafür positiver werden. Allein ich handle ihn nicht. Aber weil da mal jemand gefragt hat, ich soll doch mal Nikkei anschauen. 26.000, ja. Im Extremfall, wenn es eine schnelle Bewegung ist, 25.500. Aber eigentlich müsste ich sagen, der sollte sich mal anschicken, das Gap zu schließen. 20-Tage-Linie hier, 200-Tage-Linie bei 27.338. Kurzfristig. Leicht positiv, also wirklich nur leicht, das kommt von hier her und von den Unterstützungen hier. Längerfristig glaube ich nicht, dass die sich irgendwie echt aus der Range befreien. Die bleibt so, wie sie ist. Da ist jetzt echt nichts zu wollen hier. Und die besteht seit jetzt, diese hier besteht jetzt seit 2021. Nee, also das ist mit Sicherheit nicht der Index meiner Wahl, wo ich der Meinung bin, ich muss da jetzt irgendwie Geld reinstecken in der Hoffnung, dass ich was gewinne oder verliere, also viel mehr gewinne, aber da ist nichts Besonderes, was ich da irgendwie dazu sagen könnte. So,
Jetzt haben wir heute den 26. Ich muss gleich wieder in die Küche, so wie es das gehört. Ich bin am 27., 28. und 29. weg. Also es geht erst weiter mit viel Glück am 29. abends, wenn nicht am 30. Und da mache ich dann die anderen deutschen Indizes und die Amis. Papa!